Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren halben Stunde mit Wolf und Chris. Du kleines kompetenten Partner für Videospiele. Wolf und Chris, Ihre starken Partner, wenn es um Wolf und Chris geht. Oder um Videospiele. Sind wir eigentlich schon auf deine neue Frisur eingegangen? Du warst beim Friseur. Ich war beim Friseur. Haben wir beim letzten Mal gar nicht thematisiert. Nee, haben wir nicht. Wie erdreht du auf einmal wieder aussiehst? Ja. Aber, habe ich dir letztens auch schon gesagt, dadurch... Müde, ne? Ja, viel müder. Ich wirklich müde. Ja, ich finde, deine Augenringe kommen jetzt viel mehr zur Geltung. Ja. Was sie ja nicht sollen eigentlich durch die kurzen Haare. Aber Steht dir generell doch ganz gut. Gefällt mir viel besser. Dankeschön. Jetzt kann ich dich endlich meinen Eltern vorstellen. Ja. Wir spielen das wieder... Das ist der Mann, dessen Fleisch ist lustig. Der mich nachts nicht zur Ruhe kommen lässt. Wir spielen ein weiteres Xbox Arcade Game. Heute haben wir uns für etwas völlig anderes entschieden. Mal kein Shooter, kein kontramäßiges Rumgehüpfe und Geschieße, sondern ein waschechtes Prügelspiel, nämlich Skullgirls. Schädelmädchen. Klingt so geil, dass ich gesagt habe, komm, da gucken wir mal rein. Ich habe keine Ahnung, wie es ist und was es ist. Ich auch nicht. Ich vermute irgendwas Anime-mäßiges. Ich wurde jetzt einfach nur reingeworfen in das... Ja. In das aber so haben wir es doch am liebsten. Oh, so. Das ist ein abgetrennter Kopf. Pass auf, hier läuft gerade schon das Titelbild durch. Eine Mucke ist geil. Wir sind mal im Spiel, wir labern gar nicht lange, ich würde sagen, wir spielen einfach mal. Ja. Prügelspiel ist alles, was ihr wissen müsst. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Oh, der Look ist aber ganz geil. So, warte, jetzt muss ich mir mal... So, jetzt habe ich auch Sound, okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen impressed von dem coolen Look. Da. Ja, so fängt's... Aber es ist doch eine 90er Jahre Titelmusik. Das könnte auch ein Evanescence-Lied sein. Ja. Boah, ich hasse Evanescence. Aber sie ist ganz süß. Ja, aber ich hasse sie. Komm, ich mach das mal weg hier. Sind nicht auch schon 8 ersetzt worden jetzt? Oder ist es immer noch die Band? Was ist sie? Nein, das ist immer noch hier Amy. Echt? Ja. Boah, ich hasse die Band einfach so sehr. Ach komm. Ich bin mal mit einem Kollegen gefahren. Es gibt viel schlimmere Bands. Und ich musste 6 Stunden im Auto eine CD von der Band. Ja, okay, das ist scheiße. Das ist aber bei jeder Band der Welt. Danach wollte ich mir einen Bohrer nehmen und in meinen Kopf stecken. Okay, 6 Stunden, ich glaube, das würde mich selbst bei Tool nerven. Und das ist die ganze Zeit. Und der hat echt eine Stunde lang diesen einen Song gespielt. So, this song. I am so. Just don't be the man who walks a thousand miles. Bring me to life. Wake me up. Ja, eins der Spieler so nö. Schlimm. Versus. Komm, wir fangen jetzt einfach direkt an. Wir bereiten uns überhaupt gar nicht vor. Ja, lokal. Das war so schlimm. Controller 1, Controller 2, passt alles so. Ah, wir haben gar keine Fighting-Sticks hier. Haben wir nicht, nee. Muss jetzt so gehen. Ich bin eh kein großer Stick-Spieler, muss ich sagen. Nee. Ja, komm. Nee, ich erinnere mich letzte Woche bei Cinemora. Letzte Woche, als wir genau dieselben Klamotten anhatten. Genau. Okay, ein super starker Charakter, 2 sehr starke Charaktere, 3 normal starke. Komm, wir nehmen 3 normal starke Charaktere. Können wir direkt reinnehmen? Ich nehme einen super starken Charakter. Wirklich? Ja. Okay, dann nehme ich Pain Wheel. Mit dem Blue Reaper. Außerdem noch. Es gibt noch 2 super starke Charaktere. Ah, ne, oben und unten geht auch. Wen gibt's denn hier? Boah, Pain Wheel sieht ja mega krass aus. Ja, hab ich schon genommen. Ich nehme hier Double. Ist Cerebella, die spricht mich an. Knickknack, wenn du weißt, was ich meine. Die Dame sieht einfach aus, als hätte man ihren Darm komplett um ihr Herz gewickelt, das, auf dem sie sitzt. Das ergibt gar keinen Sinn. Und hier, Parasol sieht sehr gut aus. Napalm Shot, okay, was auch immer. Level auswählen zufällig. 3-1, das finde ich jetzt aber, da bin ich jetzt gespannt. Nee, aber du hast einen super starken Charakter. Vielleicht ist das die bessere Wahl als 3 normal starke Charaktere. Ich weiß es nicht. Vielleicht nehme ich dich einfach gleich und reiß dir einfach kurz den Kopf ab. Mal schauen, aber mein. Oh, die Ladezeiten sind aber schon ein bisschen. Ich werde jetzt instinktiv sofort die typischen Hadouken-Bewegungen versuchen. Ja, das ist so der Standard. Alter, guck mal. Oh. Das sieht aber geil aus. Ih, was bist. Alter, was bist du denn für ein Vieh? Ich habe doch gerade gesagt, dass mein Darm. Oh, das ist wieder. Ich guck mal, wie ich mich bewege. Ah, Hadouken. Ah, ist hier ein Pistolenschuss. Ich habe keinen Hadouken. Oh, ist auch ganz schön langsam. Aha. Alter, hör auf, hör auf. Yeah, Mann. Yes, baby! Haha! Was geht ab? Was geht ab? Wie wechsle ich denn wohl die Charaktere? Alter, was geht? Ich würde so gerne mal die Charaktere wechseln, ich weiß nicht wie. Legst du da so einen Kuchen hin? Ja. Mann, wie kann ich denn die Charaktere wechseln? Ja, guck, jetzt ist meine erste nämlich schon tot. Das ist ganz schlecht. Bam! Ey, das Charakter ist ja mega abgefahren.
Total gut. Wie, was machst du denn da? Warum bist du auf einmal so eine Tussi? Naja, weil das alles Mädels sind. Ja, aber du warst doch vorher so ein Schleimblob. Warum hast du dich verwandelt? Ich bin 8 Menschen in einem, glaube ich. Irgendwie. Oh. Danke, boah, Alter, Arzt. ich hab zwei starke Arme auf dem Kopf. Ja, das meine ich ja, das Charakter in dieser Zeit. Oh nein! Alter! Was ist los, ey? Ja, warum frisst du mich denn immer? Nein, ich bin schon wieder tot. Scheiße, jetzt habe ich nur noch eine. Alter, Alter. Hör bitte auf. Wie blockst du? Wie ich blocke? Ja, ja. Sag ich dir nicht, aber ich blocke. Komm, Alter. Schön in die Ecke gedrängt. Scheiße. Ja, geil. Was habe ich gemacht? Vor allem wie? Hör auf. Oh nein! Nein! Come on, Mensch! Nein! Nein! Komm schon, Alter! Nein! Ja! Woo! Alter! That's a rap! Boah, meine Fresse! Ey. Aber wirklich, das Charakterdesign ist ja ganz hervorragend. Aber komm, wir wechseln mal die Charaktere. Weißt du, wie mich gerade... Warum riecht es denn hier auf einmal nach Pfannkuchen? Ich weiß es nicht. Irgendjemand brätzig war das in der Küche. Komm, Charakter wechseln. Was ist los? Nichts. Huh. Es war nicht mega nach Pfannkuchen. Ich hab voll Bock auf Pfannkuchen jetzt gerade. Irgendjemand macht hier was in der Küche. Alter, mir tropft der Zahn. Wenn jetzt jemand reinkäme... Was nehmen wir denn jetzt? Komm, wir nehmen mal zwei starke Karten. Okay. Ja. Ich bring mal zwei. So, ich nehme jetzt mal. Alter, ich will mal Charaktere haben, die wir noch nicht gesehen haben, weißt du? Ich möchte ja den Leuten auch ein bisschen was zeigen und mir selbst auch. Ach, guck mal hier, benutzerdefinierte Action. Nee, ach, du hattest gerade Double. Valentine nehme ich, cool. So eine scharfe Krankenschwester, fantastisch. Nee, nicht Double. Ach, verdammt, okay, jetzt habe ich gleich wieder. Ja, du Trottel. Nö, ist doch egal. Ja. Egal. Sehr lustig. Ich glaube, wenn man die Specials beherrschen würde, wäre es noch lustiger. Und natürlich haben wir uns wie immer nicht vorbereitet. Das habt ihr ganz richtig erkannt. Wir haben scheinbar nicht in die anderen geguckt. Das ist völlig richtig. Wir werden jetzt auch nicht mal eine halbe Stunde erstmal Special listen. Das ist ja völlig lame. Ja, lass mal kurz die Charaktere kurz gucken. Ist ja sehr abgefahren. Das ist... Oh, du Arschloch! Oh, nein, warte. Guck, was ich mache mit meinem Bein. Ey, sag mal. Okay, jetzt. Alter. Okay, jetzt reicht's. Jetzt ist mal gut. Ja. Oh, oh. Nein. Alter. Wie holst du denn die Typen rein? Weiß ich nicht. Du machst es doch die ganze Zeit. Ja, aber die kommen ja nur ganz kurz, für einen Schuss oder so. Ja, ich sag ja, ich weiß nicht, wie ich die Charaktere wechseln kann. Oh. Ja, Mann. Na, geil. Ich dachte, wie sie blocken und so. Oh. Nein, hör auf. Alter, was ist da los? Wie habe ich das denn gerade gemacht? Aus der Pistole kommt einfach ein Schwert. Nein. Ei! Ach, dann machst du den Sack zu, was? Nein, schon wieder, hör auf! Ey, Alter, was ist das? Komm, bevor die sich verabschiedet, noch ein paar Treffer. Scheiße! Alter, was ist... Oh. Ja, Mann. So, die hat aber ganz schöne, mächtige Moves. Der Charakter ist ja von dieser Dame hier.
Es ist so abgefahren. Oh nein, schon wieder die Scheiße. Entschuldigung. Jetzt geht's dann richtig ab. Jetzt geht's richtig ab. So. Was machst du? Ich habe hier eine Passfahne. Nur schon nicht heiß. Ah nein! Haha. Oh. Oh, Alter. Hör auf! Boah! Was ist los? Ah, nicht. Zeit ist abgelaufen. Die hat gewonnen. Guck mal. Siehst du, wo sie ihr Thermometer steckt? Nee. Also, ich sag's dir zwischen den Brüsten. Weil ich mich doch nochmal darauf hin wollte. Gerne doch. Aber oh Mann, ich wünsche, wir könnten ein paar geile Specials. Wollen wir vielleicht doch mal in die Liste gucken? Was geht denn so? Wir sollten wenigstens lernen, wie wir Charaktere wechseln. Das wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Ja, das stimmt. Da wäre ein bisschen taktischer Anspruch da drin. Aber also bis zwei Qualität ist gut. Aber ich finde es generell ganz nett. Komm, nehmen wir jetzt mal Stern. Ja. So, wen hatte ich hier noch nicht? Nee, dabei hatten wir. Cyrilla hatten wir auch schon. Filia. Nee, die hatte ich gerade. Hier! Miss Fortune! Die hatte ich noch nicht. Hatten wir Filia? Filia hatten wir noch nicht, ne? Nee, doch, die habe ich gerade genommen. Echt? Dann hatten wir alle schon. Echt? Ja. Dann nehme ich nochmal hier. Penguin sieht auch sehr gut aus. Die hattest du doch vorhin schon. Ah, guck mal. Ah, Farben. Können wir Farben wechseln? Ja, ich weiß. Lustige Farben kann man nehmen. Ach, die sind gesperrt, buh. Ja, so. Ja, wird schon stimmen. Du hast dich ein bisschen in Double verliebt, ne? Ja, aber. Alle gesperrt, ey, buh. Feine Atrium. Little Innsmouth, das klingt sehr gut. Lovecraft-Fans werden da helfen. Innsmouth! Ach, bitte. Innsbruck? Ja. Ganz genau, lieber Chris. Pass auf, wir gucken jetzt gleich mal in die Move-Liste. Ja. Einfach, damit wir, also irgendwas müssen wir ja können. Das stimmt. Vielleicht gibt es auch krasse Finishing-Moves und wir werden es nie rausfinden. Curiosity can't carry me. Ha, Innsmouth und der Fischmensch, das ist herrlich. Ja, kein Moment. Achso, ich mache auch noch nichts. Ich geh nur zurück. So. Ach, guck mal, der Spieler muss längere Zeit Pause rücken. Das ist ja auch lustig. Muss direkt Pause rücken. Hilfe-Option. okay. Ensemble 2, Ensemble 1. Ja. Hä? Leichter Schlag, mittlerer Schlag, harter Schlag? Ach so. Ja. Ach komm, ey, komm. Wir machen jetzt einfach. Scheißegal. Ey, lass mal das Charakter gucken. Ich finde das so widerlich. Guck dir mal den Hintergrund an. Oh Mann, die Zeit läuft. Keine Zeit. Ich muss dich jetzt fertig machen. Seine Portemusik klappt. Vorsicht. Mann. Oh. Mein Kopf. Mir ist der Kopf abgefallen. Jetzt? Alter, ich muss ihn wieder aufnehmen. Ey, ich will meinen Kopf zurück. Hör auf. Ey. Was machen wir denn der Scheißkopf, wenn er beißen würde ein bisschen? Der macht doch was. Der erkennt nicht. Nein, das ist eine Scheiße, immer. Schieß auch über dich drüber, ne? Ach, du kannst mit dem Schirm. Komm, du kannst den treten. Scheiße. Ich fühle mich nicht so gut ohne Kopf. Aha.
Oh, die ist stark, ey. Oh. Mann, ich wünsche, ich könnte ein Special. Irgendwas. Oh. Ah. Shit, fuck. Nein, steh doch auf, Mann. Schieß doch! Ja! Mach schon wieder! Ey. Dieses Scheiß. Alter, guck mal. Krass, guck dir das an, ey. Oh Mann, ey. Also, eins muss man nicht lassen, es hat mit das abgefahrenste Charakterdesign der letzten. Auf jeden Fall, aber ich finde, es sind ein bisschen wenig Charaktere, ne? Vielleicht gibt es welche frei zu. Wollen wir einmal in den Story-Modus reingucken? Das ist ja dasselbe. Also, ob wir gegeneinander prügeln oder... Ja, können wir machen. Weil, also, wir haben jetzt alle Charaktere schon gesehen. Es fehlt ein bisschen schade. Wie viel gibt's? 7? 8? Ja, aber weitaus mehr weiß ich nicht, ob es geben muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 Charaktere. Ist ein bisschen wenig, findest du nicht? Von mir aus, weiß ich nicht. Bin ich so der Fan von 40, 50 Charakteren so. Was ist denn hier oben? Du wolltest doch hier... Ja, ich will nur mal gucken, ob hier... Ich war gerade in den Optionen unten. Nee, ich will eigentlich wieder zurück. Geh raus da. Ich will... Ich will weg. Ja, immer nur weg und nicht B. Ja, gucken wir mal, ne? Aber der Charakterdesign ist wirklich echt sehr, sehr krass. Sehr seltsam. Ist das irgendwie eine Anime-Reihe? Gibt's die? Skullgirls? Wenn nicht, keine Ahnung, soll's nicht mein Thema. Ist nicht dein Thema? Ja, meins auch nicht. Aber wenn es danach ginge, dann dürft ihr überhaupt keine Videos machen. Das stimmt. Arschloch. Kunstgalerien? Ach nö, bla. Nee, und diverse Ephemera. Training, ja, ich kann's auch machen. Ja, aber Training ist ja... Wie vollständiges Spiel haben wir da schon? Ja, ach komm, machen wir mal Einzelspieler. Vielleicht gibt es einen lustigen Story. Warum steht da das Upgrade zum vollständigen Spiel? Hä? Warum stand das denn da? Upgrade zum vollständigen Spiel? Ja, aber du hast ja gesehen, das war ja ausgegraut. Das brauchen wir nicht, weil wir eine komplette Version haben. Man sich aber einfach, wenn man das nur ausgraut. Hast du Arcade-Modus oder Story-Modus? Nee, Story-Modus. Sehr gut. Ja, Arcade ist halt, ne? Einfach so ein bisschen Puzzle. Dün, 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 dün. Der 8-Ball, der da rumhängt. Was, hallo? Ja. Wen nehmen wir denn als Team? Guck mal, die sind sogar noch gesperrt. Penguin war doch ganz geil. Ja, also ich finde die ganz gut hier. Achso, du kannst eh nur einen nehmen. Ja. Machst du? Ja, Story-Modus, ne? Meine Damen und Herren, der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, unsere Hauptaktion, die ultimative Kombination aus Kraft und Schönheit. Und der Meister der lebenden Waffe. Mit der er vom Zirkuszelt Cerebella. Die sieht aber wirklich bekloppt aus. Wir lieben dich. Schau hier, verbeuge dich. Ich bin zu lange vor warten. Ja. Was würdest du danach tragen? Noch einen Elefanten? Coole Musik. Gute Arbeit da draußen, Cerebella. Genau so spricht sie. Aber das Draht sei. Ich denke, wir würden viel mehr Balkon-Tickets verkaufen, wenn du dich benehmen würdest. Du musst sie jetzt sprechen. Oh, danke, Fay. Aber denk darüber nach, wenn du dort unten wärst, würde niemand hochsehen, um dich zu sehen. Wo ist der? Da ist der! Cerebella! Nee, das ist jetzt, Cerebella! Hast du mich gesehen, Vitali? Cool, ich bin offenbar raus. Als Fang mir sagt, dass du kommen würdest, habe ich das ganze Wochenende übertrainiert und habe die Elefanten mit einbezogen und dieses Mal haben sie nicht auf sie gekackt. Hast du das gerade wirklich vorgelesen? Ja, musstest du das wirklich? Nee, das bin ich jetzt wieder. Musstest du das wirklich erwähnen, Cerebella? Ja, es war gut. Dieser Hut kann eine gute Show abliefern. Das ist nur ein Hut. Achso, du bist. Nee. Ja, wer spricht denn jetzt? Na, das hast du doch gerade schon gemacht. Jetzt zum Ernsten. Ich kann nicht privat sprechen. Ich habe eine Aufgabe, die deine speziellen Talente erfordert. Oh, sicher ist das der Grund für deinen Besuch. Jetzt habe ich gleich den ganzen Dialog, ne? Ja. Das wäre super. Gut, dass ich mir Fang ausgesucht habe, die hat nicht viel zu sagen.
Da muss ich mich kümmern, um jemanden kümmern, Cerebella. Alter. Was meinst du, willst du, dass ich sie erwische? Betrachte es als sie zur Rechenschaft bringen, meine Liebe. Ein Versprechen gegen Familie kann nicht... Verbrechen? Achso. Ein Versprechen gegen Familie. Kann nicht umgeschlagen werden. Der Täter ist Natalie Fortuna, die berüchtigte tödliche Mathe-Ingenieurin. Natalie. Das ist doch egal. Sie hat bevor uns gestohlen, ein Juwel, das Lebensperle heißt. Ihr werdet nicht keine Leute werden. Ein Dieb, niemand legt sich mit dem Medikisat. Wir dachten, jemand hätte sich um sie gekümmert und trotzdem bleibt sie ein Dorn in unserem Auge. Das war ein bisschen wie Martin Semmelrogge. Du musst sie verfolgen. Du musst sie verfolgen und die Lebensperle auf jeden Preis zurückerobern. Nein, das will ich. Habe ich mich da ausgedrückt? Um jeden Preis. Verstanden. Nicht so gut wie erledigt, Vitale. Ich bin ja gerade selber was am Plan dran. Du bist ein gutes Mädchen. Ja, siehe, logisch, Lucke. Nee, wirklich. Ein paar von Dalias Männern brauchten sie zu dieser in dieser entsetzlichen Fischstadt ein Little Innsmouth gesehen zu haben. Da gehe ich doch mal hin. Was für eine ausgefeilte Story jetzt schon. Was für ein komplexes Mega-Epos. Wer, gegen wen, was, wie? Fischstadt? Ach ja, Innsmouth, genau. Lebensperle? Din din din, din din din. Echtes Charakterdesign ist so fantastisch. So, batschen! Uiuiuiui. Mann, ich... Boah, Alter, kann das sein, dass sie mit den... Alter, mit den üblichen Feuerball-Moves so gar nichts machen? Keiner von denen? Also, wir haben sie ein bisschen was gemacht. Ich probiere es die ganze Zeit hier, aber ja, schon manchmal, ne? Ich muss mal den rechten Back. Oh. Bam! Das ist der harte Schlag hier. Ja. Quatsch! Sehr gut. Komm, gleich nochmal! Jawoll! Nein, das ist falsch. Ich kann nicht, dass unsere Schrotflinte nachlädt. Bam! Was? Ah. Komm schon. Die deckt aber auch die alte. Jawohl. Komm schon. Ja, endlich habe ich mal einen Wurf geschafft. Oh. Ach komm, das wäre so eine schöne Kombi geworden. Nein. Oh. Komm, Alter, ich muss hier noch anpusten. Sehr gut. Wie sie die Zunge rausschickt. Hier, bitte. Ach, die ist auch schon ganz süß. Ja, wenn sie den Hut nicht aufhat, ne? Ja, der Hut, der macht so ein bisschen... Da kann man sehen, kleiner machen eben Leute. Ja. Aber die Musik geil. Das bist du jetzt. Was, schon wieder? Dieses Mal war wirklich vorzüglich. Ich klatsche, wenn ich nicht vorsichtig bin. Wir sehen uns nächste Woche in Union. Das bist du. Aha. Wenigstens habe ich dich gefunden, nein, Fortuna. Gib die Lebensperle zurück oder es wird brenzlig. Das wird immer. Ja, bitte, weiter. Was ist das, naja, oh, deine Haltung? Kurzes Kleid? Lass mich raten, du bist eine von Vitalis Schlägern? Das stimmt, du räudiger Dieb. Jetzt gib die Lebensperle zurück. Hör auf, um zu albern! Du dachtest doch nicht, dass es so einfach sein will, oder? Achso. Es tut mir leid, aber ich kann dir die Perle nicht geben. Stattdessen kann ich dir aber ein paar Prügel geben. Ey, das sind Stories, also, finde ich geil. Weißt das sind du? Auch so schöne Kindergartenprobleme. Einfach. Nein, du kriegst meine Perle nicht. Ja, stattdessen tracht Prügel. Ey, wenn wir so unsere Probleme mal aus der Welt schaffen würden, hier bei Game One. Ja. Ey, Wolf, hast du den Teaser gebastelt? Nö. Bam! Ja. Hast du den Beitrag fertig? Na, ich kann dir stattdessen gerade Prügel geben. Dann wäre Sebastian Johansen nur noch am Kloppen. Ja. Bartsch! Wie dieser Hut, ey. Oh Mann, guck mal jetzt. Ach, du kannst den Kopf selbst abtreffen, das ist lustig. Boah. Das soll der letzte Kampf heute sein, Chris. Gib nochmal alles.
Ja, ich gebe mein Bestes, ne? Ob das reicht? Klatsch, klatsch. Sehr gut. Das sieht gut aus. Sehr gut. Jawoll, guck mal hier. Da klatscht er. Einfach aber so. Aber kein Beifall. Aber ehrlich, ey. Alter, ich habe sie voll auseinandergerissen, siehst du's? Ja. Schon ein bisschen derbe, möchte ich sagen. Bisschen hart. Du und dieser Hut machen ein gutes Team. Ein nur sieben lassen, er hat einen guten Geschmack, wenn es zu Frauen kommt. Tolle Übersetzung auch. Schau, also. Also, schau, du scheinst nett zu sein. Naiv, aber nett. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Ey, Mann, Alter. Ey, okay, ey, jetzt raff ich überhaupt nicht mehr, worum es geht. Das verstehe ich jetzt alles nicht mehr. Ich wollte einfach nur verhindern, dass wir weiterspielen. Ja, geh mal raus, oder? Ich glaube, wir warte! Haben... Alter, ich glaube, wir haben das Wesentliche gesehen, oder? Verdammt, die ist davon gekommen, aber sie hat sich leider nicht, aber ich kann mich ja nicht im Schicht halten. Während du hier wahnsinnig wirst, danke für die Demonstration, beende ich mal das Spiel. Achtung. Alles klar. So. Ja, ja, puh, Skullgirls. Also ich weiß, dass Kollege Felix gerade einen TV-Beitrag vorbereitet. Zumindest irgendwie was Kürzeres. Der hat auf der Platte, als ich hier aufnehmen wollte, muss ich erst ein bisschen löschen, weil wir 700 GB an Skullgirls Videomaterial haben. Das ist ein bisschen viel. Normalerweise braucht man so 50 GB. Und das finde ich schon sehr, sehr großzügig. Also ja. Wenn ich eine Stunde zum Beispiel Silent Hill aufnehme, bin ich so bei ja, um die 30 GB etwa. Ja. Und ich glaube, er hat einfach nur eine falsche Einstellung gewählt, weshalb die Dateien grotesk groß sind. Oh, ich mach mal lieber Pause. Ja, was wollte ich sagen? Worum geht das denn nicht? Nein, du musst stark gedrückt halten. Pause, ja, gedrückt halten, das ist sehr gut. Ich glaube, das Wesentliche des Spiels haben wir erfasst, würde ich sagen, oder? Ja. Ist, glaube ich, was, wenn man sich ein bisschen näher mit beschäftigt und sich mal die Move-Listen durchliest und die Specials drauf hat und das auch mit dem Swappen von den Teammitgliedern beherrscht. Ich glaube, dann macht es für ein Wochenende macht es mal Spaß. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt wochenlang spielt, so wie Street Fighter, was man dann wirklich... Ja, ich würde sagen, also ist wahrscheinlich eher so ein Spiel, dass man mal reinwirft und ein bisschen Spaß hat. Ja, genau. So ein bisschen. So für, wenn zwei Kumpels da sind, die es auch nicht können, dann runterladen, ein Wochenende Spaß haben, das passt. Ja, glaube ich auch. Das reicht ja manchmal auch schon. Ja, ja, klar. Manchmal reicht das ja schon. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die Spaß machen. Das Charakterdesign ist, naja, oh, der Gag wird immer besser, je öfter man die macht. Das Charakterdesign ist echt sehr nett, das gefällt mir echt gut. Das finde ich geil, schnell mal. Wunderbar abgefahren, finde ich auch gut. Ja. Finde ich auch sehr gut. Aber genug geredet, was haltet ihr davon? Du bist einfach der Mann der Überleitung. Ich weiß. Überleitung. Habe ich heute im Podcast viel überwiesen, habe ich irgendwas über Rasen gesagt. Weiß ich gar nicht mehr. War auch lustig. Na, ich kann mir vorstellen, wie das war. Es ging wahrscheinlich gerade irgendwie um, weiß ich. Tetris oder das ist Call of Duty, was demnächst enthüllt wird, hast du gesagt. Aber fernab davon, Rasen. So wird es gewesen sein. Ja. Tatsächlich mag ich Rasen ganz gerne. Ja. So wirst du es gesagt haben. Ja. Ich kenne dich doch. Genug geredet. Ich kann dich lesen auf wie ein Zutaten. Buch. Ja. Der Worte sind genug gewechselt und lass mich auch endlich Taten sehen. Also, wie gesagt, das war Skullgirls. Schreibt in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Im Text steht dann auch, wie viel das kostet. Kleine Screenshot-Galerie, brauchen wir noch einen, so das Übliche, ne? Das Übliche. Und ansonsten geht's vielleicht irgendwie nochmal weiter mit der Liste, dass wir Arcade-Games ein bisschen verfolgen. Würde mich freuen. Ich habe noch so zwei, drei. Ich auch. Ja. Ja. Mal gucken. Ja. Mal gucken, wenn es Zeit, wenn wir die Zeit haben. Kommt Zeit, kommt Arcade Games. Das alte Sprichwort. Kommt Zeit, kommt Arcade Games. Wie heißt das? Arcade Games. Also, und noch früher nicht ein PC Gmäß. Giga Gmäß war auch meine Lieblingssendung damals. Ja, Giga Gmäß. Bam, bam, bam. So, und heute darf Gmäh mal. Gmäh One. Heute darf mal zur Abwechslung das letzte Wort Chris haben. Tschüss. Oh, nee, ein bisschen was anderes. Was Tschüss, denn? Nee, Tschüss lass ich nicht durchgehen. Du hast jetzt das letzte Wort. Ich schwöre dir hoch und heilig, dass ich da nichts mehr sage. Aber mit dem Tschüss lasse ich dich hier nicht raus. Wenn ich nichts sage, wirst du nie wieder was sagen. Naja, ich weiß, worauf ich mich festhalten will. Das ist zu billig. Ey, Mann, das ist hier dein letztes Wort. Jetzt nutz doch mal diese Gelegenheit. Tschüss, was das ist. Es war mir eine Freude, aber Street Fighter fand ich immer noch ein bisschen besser.